Ja, hallo, herzlich willkommen zu dieser Web-Talk-Folge. Mein Name ist Sonja und ich erzähle euch heute ein paar Dinge über Fundstellen, die man kennen sollte. Ich hatte in einer der letzten Folgen dazu aufgerufen, dass mir Leute, die das hier sehen, ihre Lieblingsquelle oder die am meisten unterschätzte Quelle oder die geheimste Quelle, was auch immer, schicken. Und ein paar interessante Fundstücke sind dabei. Die habe ich munter vermischt mit ein, zwei Dingen, die ich euch auch nochmal gerne ans Herz legen möchte, weil sich ein paar Entwicklungen ergeben haben, die praktisch in den letzten 10 Wochen passiert sind. Das finde ich immer wieder ganz cool, weil dieses Thema OER ja tatsächlich ziemlich lebendig ist und sich auch sehr bewegt. Und entsprechend, wie gesagt, gibt es ein paar Entwicklungen zu berichten. Und dafür gebe ich euch mal wieder den Bildschirm frei, damit ihr entsprechend mit mir gucken könnt, was wir da so alles entdecken können. Genau, so. Dann für alle, die das interessiert, wir sind bei am Ende dieser Folge bei 131 Quellen, die wir gemeinsam angeguckt haben. Es ist ein bisschen mehr geworden als das, was wir uns eigentlich am Anfang vorgenommen hatten. Aber es ist ja vielleicht auch nicht so schlimm. Hier unser erster Tipp mit liebsten Dank an die Tippgeberin. Lernen ohne Aufgaben. Es ist ein total spannendes Projekt, das tatsächlich auch im Wachstum ist. Hier entwickelt sich also einiges an Materialien, das so zu intuitivem Lernen einlädt und ganz ohne klassische Aufgabenstellungen auskommt. Es gibt ein paar Themenfelder, Deutsch für Einsteiger, Mathe, aktiv, Dinge, die man tun kann, dann Deutsch für etwas weiter fortgeschrittene Menschen und ein Glossar. Die gesamte Seite befindet sich im Aufbau und kann also noch weiterentwickelt und unterstützt werden. Also schaut hier sehr gerne rein und macht auch bei den ersten Übungen schon gerne mit. Es ist teilweise ein bisschen lustig, kreativ und wild, was man hier sehen kann. Und also wirklich ein sehr liebenswertes Projekt, das hier als OER zur Verfügung steht. Also vielen Dank für den Tipp. Die nächste Seite, die ich euch einmal zeigen möchte, ist das Klexikon. Das Klexikon ist sowas wie die Kindervariante der Wikipedia, liebevoll gestaltet und sehr sorgfältig editiert von Menschen, die sich viele Gedanken darüber machen, was eigentlich kindgerechte Wissensvermittlung in Form eines Lexikons sein kann. Und hier gibt es im Hintergrund eine Redaktion, die sich darum kümmert, Themen und einzelne Gegenstände kindgerecht aufzubereiten und eben dann in so einem Lexikon darzustellen. Das ist ebenfalls eine Seite, die unter einer freien Lizenz steht, wo man sich auch gerne mit einbringen kann. Wenn ihr also Lust auf redaktionelle Arbeit habt und ein bisschen Zeit übrig habt, dann setzt euch doch mit den Klexikon-Machern mal in Verbindung. Es werden immer Leute gesucht, die da gerne ein bisschen Zeit investieren. Anders als bei der Wikipedia kann man hier nicht direkt editieren, sondern es gibt eine Redaktion. Das hat auch was damit zu tun, dass man eben einen bestimmten Qualitätsanspruch hat, eben diese kindgerechte Aufbereitung von Themen, Sprache, Bilder aussuchen und so weiter gehört da natürlich mit dazu. Und das alles macht das Klexikon für eine sehr interessante Anlaufquelle, die man auch sehr gut weiterverwenden kann in allen möglichen Kontexten. Also bin ich auch schon gespannt darauf, ob ich demnächst mal Quellen entdecken kann, die hierauf aufbauen.
Ein weiteres Projekt wurde mir vorgeschlagen. Ja, natürlich, klar, H5P verbirgt sich hierhinter. Eine Sammelstelle auf der ZUM-Plattform, die wir ja schon gemeinsam angeschaut haben in einer der früheren Folgen. Wer das noch nicht gesehen hat, ein großer, großer Tipp, immer wieder auf die ZUM zu gucken, also ZUM Unterrichten zum Beispiel, ist eine Seite dieser Initiative von Lehrpersonen für Lehrpersonen, die also extrem praxisnah arbeiten und entsprechend Materialien für den meistens schulischen Unterricht aufbereiten. Auf dieser Seite hier geht es jetzt darum, H5P Bausteine zu erkunden und eben zum Verwenden und zum Remixen bereit zu haben. Also hier findet man eine große Bandbreite an H5P-Elementen, die praktisch schon zur Verwendung fertig sind. Falls ihr die Web-Talk-Reihe von Oliver Tacke gesehen habt, wo es ja um H5P ging, dann habt ihr ja ganz große Bandbreite an verschiedenen Möglichkeiten kennengelernt. Vielleicht hat es euch Lust gemacht, selbst H5P zu entwickeln. Vielleicht hat es euch aber auch ein bisschen eingeschüchtert, so nach dem Motto, das ist jetzt dann doch ein bisschen viel Arbeit, sich da reinzuarbeiten. Und hier auf der ZUM findet ihr schon fertig gestaltete Materialien, die ihr entsprechend dann weiterverwenden könnt und auch für eure eigenen Zwecke anpassen könnt. So ähnlich ist die nächste Quelle, das H5P OER Hub. Das ist eine Seite, die noch im Entstehen ist. Wir sehen hier, dass wir zu 83% eine fertige Seite haben. Das heißt, hier zeige ich praktisch einmal in die Zukunft. Und je nachdem, wann ihr diese Aufzeichnung seht, habt ihr vielleicht auch schon ein völlig funktionstüchtiges Modell dieser Seite vor euch. Hier soll es mal zugehen wie auf der ZUM-Sammlung. Das heißt also, hier sollen alle Menschen, die H5P-Inhalte erstellen, ihre fertigen Projekte ablegen können. Diese Seite hier ist auf h5p.org zu finden. Und das ist gleichzeitig die Plattform, auf der man eigenes H5P erstellen und editieren kann, sodass man hier die Besonderheit findet, irgendwann, also wenn das Projekt fertiggestellt ist, eine Editierplattform zu haben, auf der gleichzeitig Materialien liegen, an denen man weiterarbeiten kann. Das heißt also, kleiner Blick in die Zukunft, da wird es sicherlich sehr spannend sein, Materialien weiterzuentwickeln, zu übersetzen und eben für die weitere Arbeit zu benutzen. Ebenfalls ein Tipp, wo mich Menschen darauf aufmerksam gemacht haben, ist Thingiverse, eine Seite, wo vor allen Dingen Objekte gezeigt werden, die man mit einem 3D-Drucker herstellen kann. Aus allen möglichen Bereichen des Lebens, sowohl praktisch als auch völliger Nonsens, aber Dinge, die Spaß machen. Die Anleitungen hierfür sind sehr häufig unter einer Lizenz, die sie nicht ganz OER machen. Wir haben ja mal auch am Anfang dieser Web-Talk-Reihe die einzelnen Lizenztypen vorgestellt. Viele dieser Elemente, die man hier finden kann, sind unter einer NC-Lizenz, also Non-Commercial-Lizenz. Das schränkt die Weiterverwendung ziemlich ein. Aber trotzdem würde ich euch gerne diesen Tipp auch entsprechend mit der Einschränkung weitergeben. Ja, als Inspirationsquelle auf jeden Fall sehr gut zu gebrauchen und für Leute, die demnächst in den Sommerferien noch nicht so viel vorhaben, vielleicht auch eine Idee mal loszulegen. Ganz ähnlich
ist die Seite Instructables. Auch hier eine Webseite, wo man sagen kann, eingeschränkt OER-taugliche Hinweise zu verschiedenen Bastelfeldern. Hier gibt es auch Projekte aus den Bereichen Nähen oder Essen zubereiten, also nicht nur 3D-Drucken oder solche hochtechnischen Angelegenheiten. Insofern auch hier eine Empfehlung für den großen Spaßfaktor. Ein kleiner bitterer Tropfen hängt da drin, weil eben viele der vorgestellten Projekte NC eingeschränkt sind, sodass man nicht alles so gut weiterverwenden kann, wie man es eigentlich könnte, wenn die Lizenz freier wäre. Aber einige Projekte hier sind auch unter einer offeneren Lizenz angeboten. Dann ein ganz neues Projekt aus der politischen Bildung, auch OER. Hier gibt es zu verschiedenen Themen der Politik oder des Politikunterrichts sowohl für den schulischen Bereich als auch für den außerschulischen Bereich Materialien und Module zu den verschiedenen Themen, die man hier sehen kann. Das Ganze ist unter CC BY SA, sodass man damit ganz gut weiterarbeiten kann. Und die Module sind sehr frisch und kommen halt auch auf eine gut weiterzuverwendende Art und Weise herüber, sodass man hier, glaube ich, auch tatsächlich gut stöbern kann. Auch dies ein Projekt, das nicht geschlossen ist. Das heißt also, man kann hier, wenn man entsprechende Expertise mitbringt, auch durchaus eigene Materialien vorstellen und einreichen. Dann möchte ich euch nochmal wieder hinweisen auf OER Info, den Blogbereich. Hier gibt es Neuigkeiten rund um OER und regelmäßige Updates. Und vor allen Dingen, was mir ganz wichtig ist als Anliegen, schaut euch doch unbedingt nochmal die verschiedenen Reihen an, die dort in der letzten Zeit veröffentlicht wurden. Und ich kann euch verraten, es wird auch in der nächsten Zukunft noch einige sehr interessante Reihen geben. Also besonders ans Herz legen möchte ich euch hier die Lightning Talks der Edunautica-Reihe, die wirklich sehr spannend sind. Es gibt halt Podcasts, die sehr interessant sind, oder auch eine Reihe von sogenannten 101s, also Grundlagenwissen zu OER, die sehr empfehlenswert sind und die euch natürlich auch als remixbare Filme zur Verfügung stehen. Hier gibt es dann auch nochmal eine Interviewreihe, wo man sich informieren kann, was aus Projekten geworden ist, die eine Förderung gewonnen haben in diesem Frühjahr und wo man praktisch die Entwicklung verfolgen kann von der Idee zum fertigen Projekt. Also, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was OER angeht, dann schaut unbedingt regelmäßig mal bei OER Info vorbei. Das lohnt sich immer wieder. Ebenfalls ein Projekt in Entwicklung ist wirlernenonline.de. Das ist tatsächlich so sehr im Werden, dass es wahrscheinlich jede Woche anders aussieht. Und das ist praktisch eine Suchoberfläche für Bildungsmaterialien. Hier werden OER auch dazugehören, aber nicht alleiniger Schwerpunkt sein, wenn das so richtig wiedergegeben ist, praktisch der aktuelle Stand der Dinge. Aber wer OER sucht zu Bildungsmaterialien aus allen möglichen Quellen und Bereichen, wird hier auf dieser Plattform auch sehr gut fündig werden, weil die
Leute, die im Hintergrund dieser Plattform stehen, auf jeden Fall ein großes Interesse haben, im OER mit zu vertreten. Selbstlernen.net, ebenfalls ein Projekt, das sich gerade in der Entwicklung befindet. Hier gibt es zum einen das Barcamp-Buch, das ihr vielleicht kennt, ein Buch, das unter freier Lizenz steht und wo man auf dieser Seite hier eine ganze Menge an Materialien dazu finden kann, wie man denn ein Barcamp selber gestaltet. Da gibt es alles Mögliche zu finden, vom Aushang, also einen wirklich physischen Pfeil, den man sich ausdrucken kann, um ihn irgendwo hinzuhängen, bis hin zu Listen, mit denen man an Catering und sonstige Sachen denken kann. Also sehr handfest, sehr praktische Informationen hier. Und dieses Projekt erweitert sich gerade um die Dimension von, wie macht man eigentlich Barcamps und Peer-to-Peer-Lernformate im digitalen Raum. Und also das ist auf jeden Fall auch eine große Empfehlung, hier in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder vorbeizuschauen, denn hier passiert auch eine ganze Menge. Was ich euch auch nicht vorenthalten möchte, ist das OER-Camp. Die Web-Talk-Reihe ist ja eigentlich Teil des OER-Camps und im Rahmen dessen entstanden, dass wir uns gerade vor Ort nicht treffen können. Aber es wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten mal wieder die Möglichkeit geben, sich vor Ort zu treffen. Und es ist so, dass auf oercamp.de einige Materialien liegen, die man sich gut immer wieder anschauen kann. Ich gehe mal mit euch auf die Seite, dann können wir das einmal sehen. Wenn wir nämlich hier in das Archiv gucken, meinetwegen die OER-Camps 2020 aufrufen und dann die Werkstätten, dann können wir zu den Ergebnissen springen und haben die Möglichkeit, uns Ergebnisse aus den Veranstaltungen anzuschauen, also erarbeitete OER, die im Rahmen von OER-Camps entstanden sind. Und da sind eine ganze Reihe von sehr spannenden Projekten dabei. Und ich springe nochmal wieder zurück in die Präsentation. Eins davon ist nämlich ganz taufrisch veröffentlicht, nämlich dieses hier. Das ist ein Material zum Thema Baumwolle und Afrika, also aus dem Kontext Bildung für nachhaltige Entwicklung, ist hier ein Projekt sozusagen, das wir schon in den OER-Camp-Werkstätten in der Entstehung beobachten konnten. Hier ist es jetzt praktisch fertig. Also große Empfehlung natürlich, sich das auch einmal etwas genauer anzugucken. Genau. Ihr seht schon, ich habe hier einen Tweet kopiert und auch mein nächster Tipp ist auf Twitter gelandet, nämlich ein doppelter Hinweis. Zum einen seht ihr hier einen Tweet von Jöran Moos-Meerholz, der auf ein spannendes Projekt hinweist, nämlich calligrapher.com, womit man seine Handschrift in einen Font umwandeln kann, den man dann eben am Computer verwenden kann. Spannendes Projekt, aber eigentlich möchte ich euch darauf hinweisen, dass es sich lohnt, wenn man in Sachen OER auf dem Laufenden bleiben möchte und sich zu neuen Fundquellen inspirieren lassen möchte, natürlich auf Twitter gucken sollte. Auf Twitter kann man ja auch suchen und filtern und es gibt zwei Hashtags, die da sehr zentral sind, nämlich einmal der Hashtag OER oder der Hashtag OER.de. Und mit diesen Hashtags findet man dann eine ganze Reihe von Dingen jeden Tag neu, die einem sozusagen dann informieren und auf dem Laufenden halten, wo man sich praktisch immer wieder aufs Neue inspirieren lassen kann. Also
das sozusagen mein letzter Tipp für Anlaufstellen für OER. Denn wir machen ja mit dieser Reihe oder mit diesem Thema jetzt erstmal nicht weiter, sodass ihr euch ja selbstständig sozusagen immer wieder neue Quellen suchen müsst. Und wie gesagt, Twitter als einer der zentralen Anlaufstellen hierfür. Genau. Das war jetzt sozusagen erstmal meine kleine Sammlung für heute. Damit sage ich Dankeschön fürs Dabeisein und ich hoffe, ihr werdet auch in Zukunft viele spannende Quellen für OER, für eure Arbeit finden. Und ich bin schon gespannt darauf zu hören, was ihr alles mit diesen Dingen anfangt. Also tschüss und bis demnächst.